So, was ich dann noch machen möchte, ich hoffe, dass wir das in den 40 Minuten auch schaffen, ist noch was über den Kanal erzählen und wie man mit dem Kanal umgeht, damit man ihn dann doch möglichst verzerrungsfrei oder ja wirklich verzerrungsfrei und soweit man ihn beeinflussen kann, optimal hinkriegt. Und dazu müssen wir ein bisschen in die Analyse, Fourier-Analyse und all diese Geschichten reinsteigen. So, was wir eigentlich ja haben wollen, ist, dass man einen idealen, verzerrungsfreien Kanal hat. Idealer, verzerrungsfreier Kanal. So, was heißt das? Das heißt erstmal, dass am Ausgang das gleiche Signal y von t anliegt, wie am Eingang war. So, das wäre ja toll, ne? Dummerweise ist das nicht unbedingt so, denn damit das so wäre, müsste man ja haben, y von t ist gleich h0 von t. Das Zeichen kennen Sie schon, ne? Faltung, gefaltet mit x von t, h0 von t ist die Impulsantwort, ist auch ein Begriff mittlerweile, ne? Des, ich schreibe mal hin in Klammer, idealen Kanals. Und das würde ja dazu führen, dass das ganze Ding hier so eine Distribution sein müsste, dass also, wenn das gelten soll, dass nämlich bei, also wenn y von t gleich x von t ist, aber natürlich y von t ist ja das mit dem Kanal gefaltete x von t, dann müsste aus diesen beiden Gleichungen hier ja unmittelbar folgen, dass h0 von t gleich die Distribution Delta von t ist, denn sonst wird das mit der Faltung da was anderes ergeben. Und das heißt, h0 von f, also die Frequenzantwort, ist 1. Das heißt, wir brauchen einen Kanal, der eine unendliche Bandbreite hat. Ja, und überhaupt keine Verzerrung, nichts daran, der einfach im kompletten Frequenzbereich total flach ist. Das ist ja sehr unrealistisch, ne? Ist nicht so. So, gehen wir trotzdem mal davon aus, dass das wir schon ziemlich dicht dran kommen und wir real aber einen Kanal haben und damit können wir auch noch leben. Ich nenne es einfach mal auch noch sehr gut, wäre ja, wenn einfach y von t gleich irgendeine skalierte Version von einer verzögerten Version x von t ist. Also auch das wäre noch ohne weiteres tolerierbar. Dann haben wir halt eine Verzögerung da drin und eine Skalierung da drin. Wenn die Skalierung jetzt nicht allzu schlimm ist, also dass hier jetzt nicht irgendwie ein Milliardstel oder sowas ist, ist auch das gar nicht so schlimm. Hieraus folgt natürlich sofort, dass jetzt die Kanal, die Impulsantwort wäre h1 von t gleich a mal Delta t minus t0. Also einfach nur die Distribution, die Delta-Distribution verschoben um t0 und skaliert. Und wir kommen wieder auf was nicht so ganz Reales, nämlich h1 von f auf die Antwort im Frequenzbereich a mal e hoch minus j 2 pi f mal t0. Also hier eine unendlich oszillierende Funktion. So, es ist immer noch hat immer noch eine unendliche Bandbreite. Und das ist immer noch ein Widerspruch zur Realität. Okay, so, was machen wir?
Naja, jetzt könnte man ja sagen, wir nehmen mal einen realeren Kanal. Nämlich einen Kanal, der, das ist eigentlich sauber, so einigermaßen. Ja. Können Sie mal, Herr Rüsen, können Sie mal gerade gucken, ob man hier noch was vernünftig lesen kann? Da ich auf der Seite was schreibe. Ich kann auch zoomen, ich brauche das ja im Moment nicht. Realer Bandbegrenzung des Kanals. So, also könnte man sagen, man hat jetzt hier, ich zähle die ja immer hoch, das haben Sie schon gemerkt, ne, von 0, ich nehme jetzt ein H2 von F, ich fange im Frequenzbereich an jetzt mal. Das hat diesen Modulationsterm hier, A mal E hoch minus J 2 Pi F T0 für F-Betrag kleiner Fn. Fn sage ich gleich was dazu, was das ist. Also n deutet schon mal auf Nyquist hin, so ist es auch gemeint. A halbe mal E hoch minus J 2 Pi F T0, das ist das für die Mathematiker im Prinzip, damit man hier sagen kann, okay, das springt jetzt genau beim Gleich auf die Hälfte. Das ist also auch in der Mathematik sind meist die Rechtecksymbole oder sowas genauso definiert, dass die innerhalb des Rechtecks dann irgendwo auf dem Wert a sind und dann an den Grenzen auf h halbe fallen, damit sie dann hinterher auch bei 0 sind. Sonst. Das Fn hier ist die Nyquist-Frequenz. Und da ist Fn gleich 1 durch 2 t, eine Symboldauer, die wir zunächst mal auch erstmal frei anwählen können, aber die macht natürlich schon Sinn, dass wir die an die Symboldauer dessen anpassen, was wir übertragen wollen. So, wir gucken uns hier das ganze Ding im Zeitbereich an, also das, womit dann gefaltet wird. Das ist H2 von t. Gut, das ist jetzt ein Rechteck. Ein Rechteck transformieren wir Fourier-mäßig zurück. Wenn wir ein Rechteck Fourier-mäßig, egal in welche Richtung transformieren, kommt daraus eine Sinus x durch x-Funktion. Also a mal Sinus 2 pi f n mal t minus t0 durch 2 pi t minus t0. Gut. Was ist das Problem hierbei? Also jetzt hier so eine Sinus t durch t-Funktion. Und die ist unendlich ausgedehnt. In beide Richtungen. Ich mache das mal ein bisschen expliziter in beide Zeitrichtungen. Und das gibt es auch nicht. Das ist nämlich nicht kausal. So, also hätte ich jetzt irgendetwas, was im Frequenzbereich so einigermaßen Sinn machen könnte, nämlich so eine Rechteckbandbegrenzung. Wobei, das wissen Sie wahrscheinlich auch schon, Rechteckbandbegrenzungen sind immer so eine Sache, also funktionieren nicht wirklich, nämlich weil sie nicht kausal sind. Nicht? Also auch Filter, Rechteckfilter oder sowas funktionieren nicht wirklich. So, ja, was muss ich machen? Man müsste jetzt dieses Ding hier noch kausal machen. Das ist jetzt sehr hemdsärmlich formuliert. Kausal machen durch Multiplikation im Zeitbereich mit einer Fensterfunktion.
W von T. Das heißt also, ich modifiziere das Ding jetzt weiter. Ich taste mich ja, habe mich herangetastet, indem ich einfach den idealen Kanal mal angenommen habe. Ich gesagt, ich spiele mal, wünsch dir was. Wir haben den idealen Kanal. Ja, geht nicht so richtig, also machen wir etwas realer. Geht immer noch nicht so richtig, also machen wir noch realer, zumindest im Frequenzbereich. Okay, da haben wir jetzt schon was, was man sich so vorstellen könnte. Jetzt haben wir es aber im Zeitbereich nicht mehr real, also nicht kausal. Damit also ein Problem. Also sehen wir zu, dass wir das jetzt mit irgendetwas multiplizieren hier noch, sodass es dann wieder kausal wird. Wir könnten jetzt ja ganz brutal sagen, okay, alle negativen Zeiten werden abgeschnitten. So. Wäre ja ein Ansatzpunkt. Den wählen wir nicht ganz so hart, sondern wir schreiben jetzt erstmal hin, dass wir hier ein H3 von T im Zeitbereich schon wieder haben. Das ist gleich unser H2 von T mal eine verschobene Fensterfunktion. Und das ist gleich A mal Sinus halt 2 Pi F N T minus T0 durch 2 Pi T minus T0 mal die Fensterfunktion T minus T0 für 0 kleiner gleich T kleiner gleich 2 T0 und hier 0 sonst. Also da würden wir es einfach dann abschneiden. Da ist es. So, wenn wir uns das jetzt mal angucken, was wir damit dann machen, das kann man jetzt auch noch in Bilder fassen, sind auch im Skript. Ja. Wenn, dann willst du... Ja, das, wenn es da fehlt, fehlt es auch da. Ja. Ach so, soll es so sein? Ich hätte es gesagt, das soll so sein. Aber das ist ja nicht Sinus x durch. Ja gut, das ist jetzt hier... also in meiner Normierung der Fourier-Transformation müsste das nicht drin sein. Das F. Ich gucke aber auch gerne mal nochmal nach. Wo haben wir denn so eine Tabelle? Da war es doch. Da ist nämlich hier das T wäre das entsprechende. Das T ist nämlich nicht drin. Wenn wir nämlich vom Zeitbereich transformiert haben. Ich gebe aber zu, ich habe auch einen Moment überlegt. Ne? Weil das. So, aber da wollte ich eigentlich hin. Nämlich, so, das ist jetzt so eine Sinus x durch x Funktion, hier A. Also ein bandbegrenzter mit einem Rechteck gewichteter, verzögerungsfreier und mit 1 durch 2 Fn verzögerter Kanal. So, müssen wir das mal kurz auseinandernehmen. Also, das wäre jetzt hier einfach so ein Sinus x durch x. Dass ich hier, da sieht man es, abgeschnitten habe. Wenn ich das tue, kriege ich als real, imaginär Teil und Betrag diesen blauen Verlauf für den Realteil raus, den roten für den Imaginärteil und den schwarzen für den Betrag. Ich schon. Das wollen wir jetzt aber nicht politisch formulieren, ne? So war das auch, glaube ich, nicht gemeint, oder? So. So, unterschiedlich stark abgeschnitten hier. Also einmal hier relativ, ja, weit laufen lassen
Und hier dann relativ stark abgeschnitten. Sie sehen auch, die Skalierung ist eine andere. Hier geht es bis minus 20 und da bis minus 4. So, dementsprechend kriegen Sie hier andere Verläufe, weil natürlich hier nur die niedrigen Frequenzen eine Rolle spielen. Und ich habe auch hier sehr schön beim Nulldurchgang abgeschnitten. Ich hätte natürlich auch hier Maximum abschneiden können, dann hätte ich hier auch eine andere Funktion gehabt. Ne? Habe ich nicht getan. So, und Sie können das Ganze hier noch verzögern. Wenn Sie das verzögern, kriegen Sie was Ähnliches raus. Also dann ist das Ganze nochmal so ein bisschen verschoben hier im Zeitpreis, also unsymmetrisch abgeschnitten. Letztlich dann kriegen Sie hier auch einen anderen unsymmetrischen Verlauf, was sich im Wesentlichen am Imaginärteil zeigt hier. So, es ist vergleichbar, nicht das Gleiche, aber vergleichbar mit dem, was Sie hier drüber hatten, weil ja auch vergleichbar abgeschnitten ist. Also der Zeitbereich, den wir hier haben, ist gleich lang wie da oben. Schwarz ist der Absolutwert, der Betrag, also Wurzel aus Realteil Quadrat plus Imaginärteil Quadrat. Ne? So. Ja, was möchte man noch? Oder was möchte man noch erreichen? Das ist das Entscheidende hierbei. Und wie muss man das, eigentlich ist die Frage jetzt, wie muss man das Fenster am besten wählen? Oder zumindest gut. So, wenn Sie wählen, Wahl von Abschnitt durch Fensterfunktion mit t mal fn gleich n halbe, das ist ein kleines n, hat also mit dem großen n hier nichts zu tun, das steht nämlich nur für Nyquist, führt dazu, dass im Zeitbereich an Tn gleich dieses T0, also die Verzögerung, plus minus n durch 2 Fn die Impulsantwort null Stellen hat. Hier noch n ungleich 0. Das ist wichtig dabei. So, warum ist das cool oder warum ist das gut? Letztlich heißt das, das, was Sie bekommen im Endeffekt, am Ausgang ist ja immer eine Überlagerung der ganzen Pulse, die hintereinander geschickt worden sind, gefaltet mit der Kanalimpulsantwort. Also wenn Sie am Eingang was losschicken, dann ist das meinetwegen Sonnensignal und am Ausgang kriegen Sie jetzt irgendwie sowas raus oder so. So. Aber nicht ganz, sondern wenn da ein, wo sind denn die ganzen, da. Wir sehen das hier ja, dass das Ganze nicht nur einfach ein kurzer Impuls ist, sondern dass das Ganze hier im Zeitbereich auch solche Schwinge hat. Nicht? Dann würde nämlich hier meinetwegen der erste Impuls hier, was da vorne ist, betrachten wir mal nicht, würde ankommen mit sowas. Und dann langsam abfallen. So, und der nächste, der wird dasselbe machen. Nur in grün. Ah, nehmen wir mal den hier, da sieht man es besser, also müssen wir uns ja nicht an die Null. So, und dann auch der Überschwinger haben. So, und diese Bedingung hier führt jetzt dazu, dass wenn ich jetzt an einer Stelle mal abtaste, nämlich hier, da also meine Messung mache und da mal überlege, welches Bit ist denn geschickt worden, dann haben alle
Ausläufer irgendwelcher schon mal vorhergekommenen Impulse hier eine Nullstelle. Außer der, für den ich mich interessiere. Das ist natürlich relativ einfach, wenn ich dann jetzt nämlich einfach sage, okay, immer zu irgendwelchen diskreten Abtastzeitpunkten, ich muss diese hier nehmen, also die Verzögerungszeit da drin und dann eben hier n durch 2fn. Immer zu diesen diskreten Punkten taste ich ab, also da mache ich meine Messung, welches Bit vorbeigekommen ist. So, und dann habe ich eben keine Überlagerung von allen anderen Impulsen dabei, weil nämlich gerade die Reste, die Ausläufer der Impulse, die vorher schon gekommen sind, an dieser Stelle einen Nulldurchgang haben. So, also das ist ganz praktisch. Da muss ich dann nichts auseinanderfalten wieder oder so und hier berücksichtigen, na, wenn hier jetzt 5 Einsen vorher gewesen sind, dann ist das ein bisschen höher und so und dann muss ich das wieder abziehen, dann weiß ich nicht, war es eine Null oder nicht. Muss ich alles nicht betrachten, die halten hier die Klappe. Nicht da und nicht da, wie man sieht, ne? Sondern da ist ein bisschen was. So, deswegen ist das cool, solche Bedingungen zu haben. So. Warum spreche ich jetzt überhaupt darüber? Weil Sie könnten jetzt ja auch hergehen und sagen, so, was soll denn das eigentlich? Den Kanal beeinflusst du ja sowieso nicht so richtig. Dann nimmst du ein Koaxkabel, das Koaxkabel ist breitbandig und fällt irgendwann ab. Oder dann nimmst du hier so eine Basisstation oder so, die hat einen Ausgangsfilter von, was weiß ich, 29 bis 69 MHz, 925 bis 69 MHz oder sowas. Das ist halt die Bandbreite und weiter nichts. Nee, das stimmt eben nicht. Sondern ich muss entweder mit dedizierter Analogtechnik oder mit sogar im Digitalbereich dafür sorgen, dass mein Puls, den ich übertragen will, so schmalbandig ist, dass er eigentlich nicht mehr durch die Impulsantwort und durch den Frequenzgang des eigentlichen Kanals beeinflusst wird. Also ich forme vorher den Impuls, sodass der, sagen wir, immun gegen den Rest des Kanals wird. Das ist die Idee dabei. Also mache ich ihn vorher schon mal so eng, wie denn vertretbar ist und forme ihn vorher so, wie vertretbar ist, damit er eben nicht mehr unnötig so verzerrt, damit er nicht mehr unkontrolliert durch den Kanal verzerrt wird. Sondern ich das alles vorher bestimmt habe. So, und dann suche ich mir natürlich, wenn ich das bestimmen kann, Dinge aus, die ich mir gerne aussuchen möchte. Und das sind zum Beispiel die Nullstellenlagen. So, ein ganz berühmter davon ist dann dieses Kosinus-Roll-Off-Filter. Rolf, sondern Roll. Das ist nochmal das Arbeitspferd auch in der Übertragungstechnik. Das wird verwendet im Zigbee, das wird im UMTS verwendet. Und da ist die Filterfunktion oder Fensterfunktion, die ist W von T, das ich eben erwähnte, gleich Cosinus 1 Alpha mal 2 Pi mal T durch Groß T. Ja, sicher steht es im Skript. 1 minus 4 Alpha mal T durch Groß T zum Quadrat. Und damit ist die Impulsantwort. Aber Studenten könnten sich ja verdient machen, wenn sie gute Stifte besorgen würden und die Tafel mal putzen würden. Dann könnte man es auch hinterher auf YouTube besser lesen oder auf wo immer das dann gehostet wird, besser lesen. HC von T ist A mal Sinus 2 Pi Fn von T minus T0 durch 2 Pi T minus T0 mal, und jetzt die Fensterfunktion dazu, Cosinus Alpha 2 Pi T durch T durch 1 minus 4 Alpha T durch T zum Quadrat.
So, das würde man jetzt nicht glauben, aber das Ding hat eine kompakt angehbare Fourier-Transformation. Also wenn Sie jetzt denken, hä, hat er jetzt was hingeschrieben und jetzt, ja, was hilft mir das jetzt? Da muss ich jetzt numerisch mitarbeiten oder so. Nee, muss ich nicht mal. Ich kann das tatsächlich Fourier transformieren und dann kriege ich raus HC von F ist gleich 1 für F-Betrag kleiner gleich 1 minus Alpha durch 2t. Cosinus Quadrat Pi mal t durch 2a mal F-Betrag minus 1 minus Alpha durch 2 groß T. Jo, ich schreibe mal hin 0 sonst. Und hier muss ich noch ein Sternchen hinmachen, weil wann das denn der Fall ist, nämlich von genau diesen Kanten hier 1 minus Alpha durch 2t kleiner F-Betrag kleiner gleich 1 plus Alpha durch 2t. Jetzt muss ich mal hier wieder sortieren. 89, 90, 92. So. Und das sieht auch sehr schön und sehr, sehr zahm aus eigentlich. So, nämlich hier finden Sie links die, ja im Prinzip die mit dem Fenster gewichtete Cosinus x durch x, Sinus x durch x Funktion und dann hier rechts die Fourier-Transformation dazu. Und da sehen Sie, das ist hier flach die 1 und dann ab einem gewissen Bereich hier, das ist eben dieses 1 minus Alpha, Schnulliguli, fällt es dann ab. Und da an der Stelle sieht man es noch nicht so richtig, wie das abfällt. Aber wenn Sie weitergehen, hier zum Beispiel bei dem da, da sehen Sie, dass das hier ein weicher, im Frequenzbereich ein weicher Abfall ist. So. Und wenn ich das Alpha noch größer mache, dann wird der Bereich der 1 kleiner. Das sieht man hier an dem Ding da. Und dann fällt das hier noch weicher ab. Und eigentlich wird der spektrale Bereich, den ich hier okkupiere, größer. Also, Punkt 1, das Ding ist eigentlich auch nicht kausal. Ja. Wie steiler? Ich verstehe Sie auch gerade nicht. Ja, ich meine, ich will doch, ich mache doch ein Zeitfenster rein, wo ich dann quasi in die Zukunft schaue, damit ich das kausaler wird und dadurch kann ich ein steilflammigeres Bilder machen. Ja, das tun Sie ja hier. Ja, aber da bei dem unteren Beispiel ist doch jetzt aber so, dass das Fenster noch größer geworden ist bei dem letzteren. Und da ist es dann wieder flacher geworden. Ich verstehe Sie nicht. Wirklich nicht. Also hier, gut, also das ganze Ding ist noch, also links und rechts ist das Ganze erstmal unendlich ausgedehnt. Also da haben wir jetzt das Problem mit der Kausalität tatsächlich. Aber da sagen wir einfach nach einer gewissen Zeit schneiden wir es ab. So, Kausalität ist so eine Sache. Man könnte ja einfach sagen, hier, also hier an der Stelle würden Sie zum Beispiel sagen, okay, bevor der eigentliche Puls vorbeikommt, da fängt er schon mal an zu zappeln. Aber das kann man im Digitalen ja ohne weiteres so machen. Sie geben den Impuls vorne drauf und dann zappelt sich das ganze Ding ein. Dann kommt der eigentliche und dann zappelt sich das wieder aus. Also das Ding bleibt kausal, solange das Teil hier nur endlich lang ist. Es hat nur eben einfach eine lange Einschwing- und Ausschwingzeit. So, und jetzt das mit der Flankensteilheit. Ja. Ja. Das Fenster ist groß, aber ich lasse das hier sehr steil abfallen und bedämpfe das hier durch diese Fensterfunktion mit einem großen Alpha sehr stark. Ja, das ist ja das hier, ne? Da. Dieses Alpha hier unten, ne? Das macht's.
So, und das bedämpft das eben sehr, sehr stark und deswegen ist das Spektral sehr ausgedehnt. Weil ich das hier nämlich zeitlich sehr weit einenge, es ist immer noch unendlich lang, aber es fällt sehr, sehr steil ab. Deswegen wird das hier spektral sehr breit. So, und das hier sind jetzt die Werte hier für Alpha gleich 0,1, das ist ganz oben. Alpha gleich 0,22. Das ist der Wert, den man im ZigBee und im UMTS verwendet. Und Alpha gleich 0,9, das ist sehr breit, den nimmt man eigentlich nicht den Wert. So, was heißt das jetzt? Wenn ich mir zum Beispiel jetzt, und da unten steht es noch, das Beispiel vom UMTS angucke, dann habe ich im UMTS eine nominale Bandbreite, respektive Bitrate oder Symbolrate von 3,84 MHz. Das heißt also mit 1,022, 1 plus 0,22 muss ich das Ganze multiplizieren, weil das Alpha hier nämlich gerade das 0,22 ist, muss ich also übertragen eine Bandbreite von 4,68 MHz. Also das braucht mein Kanal, weil nämlich, da oben sieht man sie nicht mehr, diese Schwänze hier nicht einfach abgeschnitten werden dürfen. Also das Coole ist schon, im Spektrum ist das hier 0, also ist da auch nichts mehr im Spektrum. Praktisch wird man da schon was messen können, das liegt aber nicht in den Raritäten der Verstärkerstufen oder sowas beispielsweise. Aber eigentlich soll hier nichts mehr sein, vom Systemdesign her. So, und dann muss ich aber von hier bis da übertragen und das sind dann eben gerade in diesem Beispiel 4,68 MHz und ich habe aber ein Kanalspacing von 5 MHz, also man hat hier noch so ein bisschen Guardband von 0,32 MHz im UMTS gelassen. Also man könnte die Kanäle dichter aneinander packen, bringt aber nichts, weil man kriegt sowieso keinen ganzen Kanal mehr rein, wenn das Spektrum, das einem zur Verfügung steht. So, das passte eigentlich ideal genau in diese Lücke, die wir hatten. Fragen erstmal. Digital. Ja. Sie brauchen ein Oversampling, vierfach, achtfach oder sowas würde man nehmen. Also man müsste mit einer vierfach oder achtfachen Rate, größer als Symbolrate, das Symbol abtasten und dann eben diese Zwischenpunkte, die dann nötig sind, noch im Zeitbereich dann noch dazu basteln. Machen wir auch dann im Ptolemy nochmal. Wenn man da jetzt alles digital macht, wie weit tut man da jetzt eine Eingangsstufe noch analog filtern? Also das machen Sie hinterher. Also diese Impulsformung, hier geht es ja erstmal Vorbereitung des Impulses, dass der gut über den Kanal rüberkommt. Ja. Das machen Sie digital. So, und dann müssen Sie noch dafür sorgen, dass ich sagte, ich habe ja eben mal angedeutet, in der Realität ist hier nicht null, sondern in der Realität ist hier halt noch was von den Nichtlinearitäten der Filter. Da müssen Sie nochmal analog nachbasteln. Weil da sind Sie dann ja schon analog außerhalb, also aus dem Endverstärker im Prinzip raus. Und da müssen Sie mit analogen Methoden noch versuchen. Das hängt davon ab, was Sie für Verstärker haben. Im allerschlimmsten Fall beim ZigBee machen Sie gar nichts mehr oder kaum noch was und verlassen sich eigentlich nur auf die Antenne. Und für den einzelnen Kanal beim Handy tun Sie eigentlich auch nichts. Also solange das nur der Kanal ist, da sorgen Sie dafür, dass der Verstärker linear genug ist und hier nicht irgendein Kram reinmacht. Also gibt es verschiedene Techniken, die Verstärker zu linearisieren, was aber eigentlich Thema des letzten Semesters hätte sein können, also hier nicht mehr reinpasst. Und wenn Sie dann dafür sorgen, dass Sie wirklich nur so eine Basisstationsfilter oder sowas nehmen, das weiß ich nicht, also 10-kreisig und mehr. Ja, einiges noch, klar. Da machen Sie schon noch einiges. So, was ich an der Stelle jetzt nur kurz anreiße. Dieses Problem der Filterung haben wir am Eingang und am Ausgang. Am Sender und Empfänger. Also am Sender wollen wir es eigentlich vorbereiten auf den Kanal
Und am Empfänger wollen wir das Signal auch wieder empfangen, aber alles, was der Kanal so an Störungen zugefügt hat, beispielsweise Rauschen, aber auch sonstige Sachen, wollen wir wieder loswerden. Also geht man her und teilt dieses Filter auf. Aufteilung des Filters auf Sender und Empfänger. Und zwar so, dass HC von T gleich HC, meinetwegen Sender von T, gefaltet mit HC Empfänger von T ist. Und die beiden auch noch möglichst gleich sind. Das heißt also, man macht eigentlich im Frequenzbereich HCS von F gleich HCE von F gleich Wurzel von HCF. Das heißt, man hat nicht ein Cosinus Roll-Off oder ein, im Englischen heißt es auch einfach ein Race-Cosine-Filter, sondern ein Root-Race-Cosine-Filter. Man würde hier jetzt noch aus dieser Filterfunktion die Wurzel ziehen. Aber dann habe ich ja auf dem Kanal, auf der Strecke, dann eine höhere Bandbreite. Jo. Macht aber nichts, weil sie am Ende wieder sowieso wieder weggefiltert wird. Ja, für meine Anwendung oder für Nachbaranwendung geht dann im Grenzen. Moment, über Nachbaranwendung haben wir jetzt nicht gesprochen. Da bringen sie, also dürfen sie nichts durcheinander bringen. Ne? Also das hier ist Selbstschutz. Mhm. Selbstschutz und sich selbst optimieren. Und man nimmt natürlich positiv in Kauf, dass man auch gleichzeitig den anderen mitschützt. Aber den anderen schützen, also dafür sorgen, dass sie keine unwanted emissions oder sowas haben, das müssen sie mit anderen Methoden machen. Oder auch mit anderen Methoden, zum Beispiel nochmal analoges Filtern. Weil das, was den anderen stört, ist nicht unbedingt das, was jetzt hier aus ihrem Verstärker, also aus ihrer Digitaltechnik rauskam, sondern das ist das, was ihre analoge Kette noch, also die Endverstärker oder sowas noch machen. Denn selbst wenn ich hier raus im Frequenzbereich die Wurzel ziehe, also die Wurzel aus 1 bleibt 1, die Wurzel aus Cosinus Quadrat ist dann einfach Cosinus, das heißt also, das fällt jetzt Cosinus-mäßig ab und die Wurzel aus 0 ist 0. Das heißt, das ist immer noch kein unendlich ausgedehntes Spektrum, das ich hier habe, sondern es ist immer noch endlich. Es ist vielleicht ein bisschen breiter geworden und es fällt nicht gerade so schön ab, so schön symmetrisch ab wie hier, nicht? Sondern in einer etwas anderen Form, aber es ist immer noch endlich. Und das, auch das, wenn sie hier die Wurzel draus zieht, stört ihren Nachbarn eigentlich noch nicht. Die Störung des Nachbarn kommt erst durch Nichtlinearitäten rein. Ja. Voll. Das war trotzdem nochmal ein 10-stufiges Filter, oder? Ja, also da müssen wir uns hinsetzen und ein paar Stunden und ein paar Tage richtig Systemdesign betreiben. Weil, also die Fragen, die Sie stellen, sind so global galaktisch. Was muss ich da machen, damit, da gibt es nicht die eindeutige Antwort drauf. Ne? Ich kann natürlich einen Verstärker nehmen, der von vornherein linear ist. So. Der ist wahrscheinlich elektrisch sehr ineffizient. Also da geben Sie ein paar Watt DC-Leistung rein und kriegen ein paar Mikrowatt HF-Leistung raus. So, ist nicht unbedingt das, was Sie wollen. Ne? So, dann gibt es die andere Variante, Sie machen alles mit Filter. Dann wird das ganze Ding immer noch nicht richtig, richtig effizient und vor allen Dingen groß und klobig, weil Sie nämlich was weiß ich, 10, 20-kreisiges Filter brauchen. So, und dann gibt es vielleicht den Kompromiss, dass Sie sagen, okay, ich messe mein Gerät durch, vielleicht sogar online, und dann verzerre ich das vor. Also ich habe ja dann, was weiß ich, eine kubische oder eine hoch 5 Kennlinie und dann nehme ich meine digitalen Signale, verzerre die digitalen Signale so vor, dass die hinterher genauso linear rauskommen aus dem Verstärker. Also wenn der sie richtig verzerrt hat, dann kommen sie sauber raus. Das ist Digital Predistortion, also digitale Vorverzerrung, würde man machen. Muss man eventuell nachmessen, weil über Temperaturgang ändert sich das Ganze auch stark und so. Und dann komme ich vielleicht mit einem wesentlich einfacheren Filter aus. Und habe noch eine höhere Effizienz, weil ich den Verstärker nämlich auch ziemlich weit aussteuern kann. Aber habe natürlich einen digitalen Signalprozessor noch in der Digitalverarbeitung drin. Der braucht auch wieder Energie. Also es gibt da nicht so die eine Antwort. Okay, noch Fragen? Na dann. Bis dann.